Keine Experimente in der Meistergruppe. So Jesse Marsch vor dem Spiel gegen Sturm, deswegen junge Akteure wie Adeyemi Seiwald oder Affengruber auf der Bank. Dafür war mit Kapitän und Jubilar Andreas Ulmer wie gewohnt in der Startelf. Der 35-Jährige bestreitet heute sein 350. Bundesligaspiel. Sturmcoach Christian Ilzer kann vorne auf den schnellen Anthony Yeboah zurückgreifen. Sein Einsatz war wegen Problemen an der Zehe fraglich. Doch die erste Offensivaktion, die gehört Salzburg. Gamaljo mit dem weiten Pass hinter die Sturm-Viererkette, Nemeth mit der versuchten Kopfballabwehr direkt in den Lauf von Daka. Und der macht das, was er heuer bereits 20 Mal getan hat. Er trifft für Salzburg in der Liga und das nach nicht einmal 3 Minuten. Die Vorarbeit zu seinem 21. Ligatreffer leistet Ramalio mit dem weiten Pass, aber auch die Viererkette von Sturm weit aufgerückt und der missglückte Kopfball von Nemeth. Batson Daka trifft also im 7. Ligaspiel in Folge und zieht mit Marc Janko und Jonathan Soriano gleich. Unglaublich, welches Tempo Salzburg vorgibt. Dauerpressing. Dante verliert den Ball an Mergin Berisha. Sofort hinaus zu Brandon Aronson. Direkt Flanke. Und Batson Daka trifft zum zweiten Mal an diesem Ostersonntag hier in Salzburg. 5 Minuten sind gespielt. Salzburg führt mit 2:0. Überragend die Entstehung und ein Torjäger voller Selbstvertrauen. Zuletzt für Sambia 4 Tore in der Afrika-Cup-Qualifikation beim 3:3 gegen Algerien und beim 2:0 über Simbabwe. Leichter wird dadurch die Aufgabe für Sturm nicht. Freistoß Janča und erstmal ernsthaft geprüft Zizan Stankovic, der zuletzt für viele überraschend nicht im Teamkader von Franco Foda gestartet ist. Die nächste Standardsituation für Salzburg. Ekbal Junuzovic, Christensen steigt am höchsten und Daka reagiert am schnellsten, das 3:0 nach nur 11 Minuten. Der früheste Hattrick in der Bundesliga-Geschichte. Oft sprechen wir über schlechte Defensive, aber reden wir heute über gute Offensive. Salzburg erzielt bereits den 14. Treffer in dieser Saison nach einem Standard. Auch das Liga-Höchstwert. Noch nicht einmal eine Viertelstunde ist gespielt und Sturm ist bemüht. Bemüht sich zu befreien und offensiv Akzente zu setzen. Und das scheint zu gelingen. Kuen Janča, der mit der ungenauen Ballannahme der Ball weiter zu Dante und Amadou Dante trifft zum 1:3 aus Sicht der Grazer. Schnell gespielt, das nötige Ballglück und ein trockener Abschluss. Der erste Saisontreffer des 20-Jährigen aus Mali bringt so etwas wie Hoffnung für Sturm Graz. Danach 15 Minuten Badstellung, aber mit Salzburgern, die das Spiel kontrollieren. Flanke Ulmer und Brandon Aronson mit dem Kopf. Trotz der Führung, nicht alle Salzburger behalten einen kühlen Kopf. Berisha in Ringermanier gegen Gorenz Stankovic. Zu Recht zückt Schiedsrichter Julian Weinberger gelb gegen Berisha. Jesse Marsch weiß, solche Karten sind unnötig. Und Jesse Marsch sieht, dass Sturm weiter dran bleibt. Ljubic auf Yeboah, der verzögert geschickt auf rechts zu Lukas Jäger, der hat Platz, wird nicht attackiert und probiert es aus der Distanz. Aber wieder sicher zieht es an Stankovic. Salzburg führt zur Pause mit 3:1 und beginnt die zweite Spielhälfte ähnlich dynamisch wie die erste. Mergin Berisha, immer wieder der Einfädler auf Meppo in die Tiefe. Da startet wieder Daka. Ja, und so etwas gibt es auch. Batz und Daka trifft nicht. Es bleibt vorläufig bei 23 Saisontreffern und dem 3:1 Powerplay von Salzburg. Ulmer mit dem Lupfer auf Daka. Er läuft den Ball und bringt ihn super in den Strafraum. Meppo, Mergin Berisha und Gorenz Stankovic rettet da für Jörg Siebenhandel. Auch wenn es seltsam klingen mag, Sturm spielt gut, aber Salzburg einfach besser. Ein gutes Beispiel, die nächste Szene. Sturm Graz kommt mit Tempo. Jäger mit der Flanke, aber die Salzburger bereits mit 8-9 Mann hinter dem Ball. Die Folge, keine Chance für Sturm zu einem sauberen Abschluss. Kitaschwili wird geblockt und Janča über das Tor. Auf der Gegenseite, Freistoß Ulmer. Wöber geht zu Boden, ein Pfiff, 11 Meter für Salzburg zurecht. Jäger bringt Wöber regelwidrig zu Fall. Batson Daka kann zum 4. Mal heute anschreiben, doch Jörg Siebenhandl fliegt in die richtige Ecke, hält damit seine Mannschaft im Spiel. Noch gut 20 Minuten bleiben den Grazern Zeit und sie machen Tempo. Über links, Dante. Der Ball kommt zu Hierländer.
Kevin Friesenbichler mit dem wuchtigen Kopfball und Zizan Stankovic mit der Glanzparade im Spiel. Eine Top-Partie in Salzburg mit viel Räumen in der Schlussphase. Aronson auf Berischer, der sieht Daka, die Vorentscheidung in Minute 72, das 4:1, aber nein, Schiedsrichterassistentin Sarah Delik zeigt Abseitsstellung an. Eine Fehlentscheidung, da gleiche Höhe. Freuen wir uns einfach auf den Video Assisted Referee ab der nächsten Saison. Freuen können sich heute vor allem die Salzburger. Allen voran, Matchwinner Patz und Daka, Stimme zum Spiel von Franz Griesner. Ja, von mir. Ja, für mich war es heute sehr, sehr interessant. Ich bin glücklich, dass ich die drei Tore erzielen konnte. Nicht zufrieden bin ich mit dem verschossenen Elfmeter. Ich wollte mehr Tore erzielen. Aber so etwas passiert einfach. It has happened. Was macht Patzen so besonders ist, dass ist ein Arbeiter, ist intelligent mit taktischen Dingen, versteht Timing vorne für Strafraum laufen, hinter die Kette laufen. Wenn man das Spiel heute sieht, wird es ein Solo für Salzburg, diese Meisterrunde? Nein, ich glaube, es ist so eng zusammen. Also jeder spielt gegen jeden Heim- und Auswärtspartie. Also von dem her ist nur. Es sind noch viel zu viele Punkte zu vergeben. Fangen wir an mit den ersten gruseligen 13 Minuten von Klesheimer. Haben Sie da auch gedacht, Sie sind im falschen Film? Ja, so schlimm war es nicht, aber es ist halt ja, ein bisschen zart, wenn du gleich mal zwei Fehler machst und die werden eiskalt ausnutzen und dann kommt noch ein Standard-Tor dazu und dann rennst du an 3-0 hinten nach. Wir haben dann eh noch alles probiert, aber in Salzburg ist natürlich das schwer, 3-0 aufzuholen. Und auf der anderen Seite ganz gut da Lösungen gefunden bis ins letzte Drittel rein. Da muss man einfach das 3:2 machen. Das hätte uns noch eine stärkere Brust gegeben. Wir muss Salzburg in eine Phase bringen, wo sie etwas verunsichert werden, wo sie zum Zweifeln beginnen. Das ist uns heute leider nicht gelungen. Stuttgart bezieht die erste Liga-Niederlage in dieser Saison in Salzburg und hat damit bereits 10 Punkte Rückstand.